Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum heutigen Video. Heute gibt es den zweiten Teil mit dem lieben Thailand. Freut mich, dass wir immer noch da sein dürfen, dass ihr uns noch nicht rausgeschmissen habt nach dem ersten Teil. Nehmt mal Spaß beiseite. Hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und heute, in dem heutigen Video, geht es darum, wie es ist, ja aktuell Fußballprofi zu sein. Thailand spielt in der zweiten Bundesliga beim 1. FC Nürnberg. Und ich glaube, er hat ein bisschen was zu erzählen, ja, wie das Ganze so ausschaut. Ich bin gespannt. Ich lasse dir jetzt einfach mal das Wort. Let's go. Ja, typischer Wochenablauf. Ich glaube, um das am besten zu erklären, wir haben einen Tag die Woche frei, würde ich sagen. Das ist immer zwei Tage nach dem Spiel. Nach dem Spiel haben wir die Regeneration. Da sind die Spieler, die gespielt haben, regenerieren. Die anderen haben Spielersatztraining und holen die Intensität vom Spieltag nach. Das macht man nicht gerne, oder? Ja, nicht so gerne, nicht so gerne. Vor allem nicht, wenn man gar nicht gespielt hat. Ja. Dann geht es auch auf den Kopf. Aber ich glaube, für den Körper ist es ganz gut. Dann haben wir am Montag Regenerationstraining. Oder du frei halt, ne? Ja, frei heißt, du gehst eine halbe Stunde laufen, musst dich behandeln lassen, musst ausdehnen und Krafttraining machen. Also frei ist relativ, aber entspannter auf jeden Fall, als wenn man auf den Platz geht. Dann hat man einen Tag frei, wo man abschaltet und dann beginnt die neue Woche wieder. Und dann mit Fokus aufs Wochenende, wo wir dann zweimal am Tag Training haben. Das am Wochenende? Nee, zweimal am Tag nach dem zweiten Tag. Da trainieren wir relativ hart an dem ersten Tag. Dann ist mittags immer individuelles Training. Da machen wir Krafttraining oder die Leute, die auf den Platz wollen, gehen auf den Platz. Dann haben wir Hauptbelastungstag danach. Das ist der härteste Tag. Da spielen wir 11 gegen 11 oder machen ein Turnier. Dann wird die Intensität eigentlich immer runtergefahren. Dann hat man einen ruhigen Tag und einen Tag vor dem Spiel hat man Abschlusstraining, wo man dann in der Mannschaft, in der man am Wochenende spielt, guckt, wie man zusammenspielt oder wie man harmoniert untereinander. Holt sich noch mal ein paar Körner und dann geht es zum Wochenende. Das ist so der Tagesablauf für einen Fußballprofi im Verein. Ja, und dann macht man natürlich auch außerhalb was. Selber privat was. Da ist jeder unterschiedlich, jeder so, wie er am besten fährt. Aber für mich persönlich kann ich sagen, ich mache einmal die Woche noch Personal Training, Krafttraining und einmal die Woche noch Yoga. Ich glaube, dass das ein relativ guter Ausgleich ist und auch so um Verletzungen vorzubeugen einfach. Ich glaube, dass man relativ fit sein muss, um gewisse Sachen auszuhalten. Krass. Würdest du sagen, du machst da schon relativ viel im Vergleich zu anderen Fußballprofis oder gibt es da welche, die so, jeden Tag trainieren oder ich glaube, das darfst du auch gar nicht übertrainieren? Ja, es ist eben extrem wichtig, wie man trainiert. Ich glaube, für die meisten Fußballer ist Cristiano Ronaldo das Vorbild, wenn es darum geht. Er hat den perfekten Körper, weiß, wie er sich zu verhalten hat und ich glaube, er fällt echt am wenigsten aus, so über, ich weiß nicht, seine Karriere jetzt. 18, 19 Jahre ist er echt wenig verletzt und ich glaube, das liegt auch einfach daran, das hat er auch im Video gesagt, es ist wichtig, wie man trainiert. Du brauchst nicht jedes Mal derjenige sein, der am härtesten trainiert, sondern es geht darum, wie du trainierst und schlau zu trainieren, um am Wochenende bei 100% zu sein und um absolut seine Leistung abrufen zu können. Finde ich richtig krass. Als wir vorhin angekommen sind, hat er erzählt gehabt, dass er vor Spieltagen immer nicht so viel isst, damit du dich leichter fühlst. Macht das extrem viel aus? Ich glaube, es ist auch viel Kopf. Es gibt Spieler, ich weiß nicht, kennt, glaube ich, jeder Max Kruse in Deutschland. Der hat vor Euroleague McDonalds sich reingefühlt, ein Bierchen getrunken. Das ist eben, wenn man nicht so viel darauf gibt und nicht so viel den Fokus darauf legt, dann ist es, glaube ich, er liefert trotzdem. Das ist krass, ich glaube, jeder sieht, was er für eine Leistung bringt. Es geht einfach darum, sich gut zu fühlen. Und das macht einfach jeder unterschiedlich. Für mich ist es einfach, ich weiß, wie ich mich am Spieltag vorher zu verhalten habe. Ich weiß, wie ich zu essen habe. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich abends nicht so viel Kohlenhydrate esse. Das ist so das, was ich jeden Tag mache. Und das ist so, wie ich am besten fahre, denke ich. Schon mal ein cooler Einblick so in den Alltag, sag ich mal, eines Fußballprofis. Was würdest du denn so sagen, was sind so Nachteile? Vorteile, ich glaube, die liegen jedem auf der Hand, so, ne? Gar keine Frage. Aber ich glaube, das ganze Thema hat auch viele Nachteile, weil das hatte er auch nochmal angesprochen und das hatten wir auch damals bei unserem Spaziergang. Wenn du erfolgreich bist, sei es denn, du bist irgendwie ein guter Fußballer oder bist ein guter Geschäftsmann, alle Leute sagen immer nur, oh, guck mal, der hat da irgendwie Glück gehabt oder der hat das und das so geschafft. Man ist immer sofort in so einer Schublade. Das ist so ein Negativbeispiel jetzt, sag ich mal. Was würdest du sagen, was man als Fußballprofi für Nachteile, sag ich mal, hat? Erstmal, das ist Meckern auf hohem Niveau, ne? Es ist eine gute Frage. Also es gibt sicherlich Nachteile. Ich glaube, ich würde gerne, wie viele andere auch, meinen Tagesablauf so planen, dass ich machen möchte, was ich will. Das kann ich nicht. Ich kann nicht essen, was ich möchte. Das können viele andere schon. Ich glaube, dass das auch ein relativ,
ich weiß nicht, das gehört zur Lebensqualität dazu. Nur wenn du, ich liebe das, was ich tue. Es gibt aber auch Leute, die sich dafür quälen. Das ist sicherlich auch ein Nachteil. Ein anderer Nachteil ist, dass ich einen Schlafrhythmus brauche und relativ früh immer schlafen gehen möchte und muss. Und wenn man das nicht so gern hat, ist das wahrscheinlich auch ein Nachteil. Dazu kommt, was sehr, sehr viele Menschen nicht sehen, aber das ist auch kein großes, das ist auch kein Vorurteil oder sowas, aber was sehr, sehr viele Menschen nicht sehen, ist, wenn du mal nicht spielst, dieser mentale Druck, beziehungsweise wenn dir Selbstvertrauen fehlt, dann ist es kein schöner Beruf. Es ist kein schöner Beruf, wenn du auf der Bank sitzt permanent und jedes Mal, wenn du reinkommst, nicht deine Leistung bringst, weil du mit dir selber beschäftigt bist, weil du kein Vertrauen von Trainer oder von anderen Menschen spürst. Das ist eine relativ große Sache und ich glaube, da geht es vielen Fußballprofis so, aber es ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Das Einzige, was man nur nicht immer sehen darf, ist, dass man nur das Finanzielle sieht oder nur diesen Aspekt sieht. Ich glaube, man muss sein ganzes Leben oder sein ganzes Leben so darauf stellen oder so umstellen, dass man Erfolg hat. Es ist auch ein relativ kleines Zeitfenster, wo man Geld verdient. Ja. Das ist es auch, warum so Summen immer bezahlt werden. Ich glaube, viele Menschen gucken es, aber es ist auch schwer in, 15, 17 Jahren, in denen man Profi ist, so viel getan zu haben, dass man danach nicht mehr so viel tun muss. Es gibt ja auch viele Beispiele, wo Profis extrem viel Geld verdient haben und dann am Ende da stehen und haben nichts mehr, ne? Das ist es auch dazu. Man muss sich parallel natürlich auch weiterbilden und zu wissen, wie man richtig lebt, beziehungsweise wie man vielleicht gut und schlau investiert und gute Leute an seiner Seite hat. Ja. Ein negatives Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, ist halt dieser Tagesablauf, der immer geregelt ist. Bei mir ist das so, klar, ich lege meine Termine bei uns in der Agentur auch immer alle selber, aber ich könnte jetzt Montag sagen, ich habe keinen Bock, ich bleib zu Hause und du hast vielleicht ein Spiel, du hast vielleicht Training. Das ist natürlich echt nicht optimal am Ende des Tages, aber ich habe auch mal gehört, dass viele Fußballer so unselbstständig sind. Hast du da auch echt Erfahrung mitgemacht mit Leuten? Ich habe gehört, einer kommt von Dortmund jetzt, ich sage jetzt keinen Namen, der konnte nicht alleine tanken. Da musste jemand für ihn tanken. Also der war an der Tankstelle, hat getankt sein Auto, ich glaube seine G-Klasse, und dann hat er gefragt, wie mache ich das jetzt hier, was muss ich machen? Ja, ich glaube, so, das ist ein Einzelfall, das ist auch ein Vorurteil gegenüber Fußballern, würde ich sagen. Es ist auch beim normalen Job so, der einen geregelten Tagesablauf hat von 8 bis 15 Uhr. Mir ging es eigentlich eher nur darum, nach dem Fußball hört der Tag hört nicht von 8 bis 14 Uhr, wo ich am Platz bin, auf, sondern man legt das ganze Leben oder richtet sich nach seinem Beruf und der Beruf bringt eben weitaus mehr mit sich. Okay. Unselbstständig sicherlich, weil es echt vielen Leuten viel abgenommen wird in diesem Beruf und da bleibt die Selbstständigkeit manchmal auf der Strecke. Aber ich glaube, wenn man im jungen Alter so weit von zu Hause wegziehen muss und dann auf sich alleine gestellt ist, dann kommt das auch mit sich. Das würde ich so dazu sagen. Okay. Abschließend, du hast hier so eine kleine Vitrine bzw. so ein kleines Sideboard. Ich hole das einmal ganz kurz. Ja. Vielleicht erkennt es der ein oder andere von euch schon. Das gibt es im DFB-Pokal. Ist das eigentlich von Runde zu Runde gleich? Oder gibt es das, wird das größer oder wird das irgendwas anderes? Ich glaube, es ist von Runde zu Runde gleich. Erste Hauptrunde, SSV Ulm 1846 Fußball gegen 1. FC Nürnberg. Man of the Match. Das ist jetzt so meine abschließende Frage. Was war so für dich dein bestes Fußballererlebnis? War das vielleicht so dieses Erlebnis oder war das dein Debüt oder was war's? Boah, das ist wieder so eine Frage. Schalt's mal hier hin. Ja, sicherlich ist es mein erstes Profitor gewesen. Sicherlich war das ein schönes Erlebnis. Es war auch ein schönes Erlebnis bei Borussia Dortmund, permanent mit, auf Weltklasse-Niveau zu trainieren und spielen zu dürfen. Mit wem hast du da alles gespielt? Mit welchen Fußballern so? Ich glaube, die jetzt noch da sind, mit dem Haaland, mit Sancho, mit Guerrero, Reus. Krass. Ist auch einfach ein gutes Gefühl gewesen und auch etwas, was mich auf jeden Fall weiterentwickelt hat. Oder weiß ich nicht, mein Tor gegen Hamburg war relativ groß. Wenn man das zu Hause schießt im Heimstadion, das ist auch ein cooles Erlebnis gewesen. Aber ja, ich hoffe, dass da noch viele dazukommen. Ich hoffe, dass da noch größere Sachen dazukommen. Dafür arbeitet man und dafür spielt man Fußball. So sieht's aus. Als das Tor gegen Hamburg geschossen hast, wie ist das? Kann man das vielleicht, ich habe ja auch früher viel Fußball gespielt, jetzt nicht so hoch, Bezirksliga, aber ich war das Höchste. Wenn man vorschießt, ist es einfach ein geiles Gefühl. Aber in so einem Stadion, wenn da 35.000 Menschen, erzähl mal, was geht ab? Wie du schon gesagt hast, wenn man so ein Tor schießt, ich kann kein Gefühl damit vergleichen. Ich glaube, da werden Sachen ausgelöst in deinem Körper, die du sonst sehr, sehr selten zu spüren bekommst.
Ja, ich kann es eigentlich relativ, also nicht so gut erklären. Da geht echt viel in einem vor, was man danach nicht mehr so weiß. Aber ja, es ist einfach wunderschön, wenn man sieht, dass der Ball ins Netz geht. Ich glaube, und die Fans anfangen zu schreien, ist einfach cool und man will einfach immer mehr davon. Mhm. Und das ist so das, was einem auch ein bisschen so den gewissen Antrieb gibt. Cool. Ja, ey. Zweiter Teil, schon wieder mega cool. Es freut mich wirklich, dass ich hier sein darf. Wir werden noch einen Teil aufnehmen, wie so die Vorbereitung zu so einem Spiel aussieht. Das seht ihr dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Teil dann auschecken könntet. Sein Instagram ist unten verlinkt. Hier lasst ihr auch ganz gerne ein kostenloses Abo da, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich danke dir und sehen uns die Tage bei einem neuen Video wieder. Mach's gut. Ciao.